Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh shit. Alter, der übelste. Junge, ich sehe ja gar nichts mehr. Ah, da hinten ist irgendwas. Da muss ich erstmal hin. Oh Mann, ey. Ich bin hier irgendwo. Ah, jetzt kriege ich auch noch Schaden. Oh, ich bin hier irgendwo gelandet. Ich glaube, gestern Abend zu viel gesoffen oder so. Hallo? Ist hier jemand? Oh, kaputt. Oh Gott, was war das für ein harter Traum? Moment mal. Das war gar kein Traum? Doch. Nee, das Haus, das kenne ich doch. Wo bin ich hier? Okay. Ganz allein? Mein Gott, wie sehe ich denn aus? Schlüpp. Wie hat das will? Bis in die Wasserflasche. Oh, erstmal einen guten Spots-Drink gönnen. Das sieht aus wie... Nee. Das... Gott, jetzt hab ich mich selber erschrocken von mir. Das war kein Stein. Ich würde sagen, wir gehen mal da hinten hin. Da liegt noch einer. Oh, das ist auch eine Krabbe. Nee. Oh. Aua! Alter! Yo, Dude! Du hast nichts getan! Alter, der schnitzelt einen voll ab. Komm her, Junge. Voll der Assi. Das sieht mir nicht so aus wie eine Yucca-Pflanze. Dann bestimmt da hinten. Oh, wie bin ich hier hingekommen? Bin völlig allein. Und hier mitten im Nirgendwo steht einfach so eine olle Steinhütte. Yucca. Ich stelle mich mal lieber auf den Stein, bevor ich hier gleich nochmal angegriffen werde. Ich glaube, ich muss Bäume fällen. Fäll eine Palme, da hinten. Die einzige weit und breit. Alter, 40 Grad. Es muss doch... Ey, es muss unfassbar warm hier sein. Boah, das muss echt eine harte Nacht gestern gewesen sein. Wenn es heiß wird, sollst du dich in den Schatten begeben oder Wasser. Ja, du bist ja witzig. Hast du mal gesehen, wo der Schatten ist, Kollege? Selbst... Ich hab noch nicht meinen eigenen Schatten. Da. Geil, alles erstmal mitnehmen. Alter, wie viel kann der schleppen? So. Wie kann ich dir denn jetzt Inventar? Finde Wasser. Weit und breit ist nichts außer da hinten, ne? Die Oase. Ich glaube, wir müssen was trinken. Boah, wir haben nicht mehr viel. Bis im weißen Hintergrund sehe ich jetzt gerade erst, dass mein Bildschirm mega dreckig ist. Scheiße. 46 Grad, das ist auch normal, oder? Das weiß ich nicht so anstellen. Ist sie jetzt leer? Wasserflasche ist leer. Und wer nimmt denn in der Wüste eine halbe Wasserflasche mit? Willst du nicht einfach äppeln? Komm, wir haben es gleich geschafft. Da. Schönes Wasser. Hier. Nimm es. Zum Auffüllen eher gedrückt halten. Und nochmal trinken. Komm, das muss doch richtig reinlich sein. Es ist heiß. Ja, Kollege. Das Wasser wird wahrscheinlich nicht kälter. Ah, da. 34. Na, krass. Ich hoffe, hier ist kein Krokodil oder so drin. Ist es sinnvoll, hier auf der Seite zu bauen? Eigentlich nicht, ne? Hier ist ja schon alles vertrocknet. Oh. Kollege, ich kenne deinen Bruder. Den habe ich da hinten getroffen. Der war nicht so freundlich. Oh, bitte. Junge, noch einer. Ey, ihr seid ja überall. So. Jetzt die Frage, von wo die Sonne mal kommt, ne? Wie wird das potenziell mal in gegengesetzte Richtung der Sonne stellen, dass wir möglichst viel Schatten haben. Ich würde das hier vielleicht irgendwie hier so reinquetschen. Und dann kann man sich hier drin noch so ein bisschen was verstecken.
Aber was ist denn eine Lagerstätte? Ein Holzbett? Ein Lagerfeuer? Lagerstätte? Vielleicht Lagern von Waren? Könnte sein, dass das da hinten vielleicht in den Lager... Alter, das ist richtig weit weg. Sollte ich mir auf jeden Fall Ressourcen mitnehmen? Kletter, kletter, kletter! Nein! Ich hab's verkackt! Kletter, kletter, kletter! Ja! Kletter, kletter! Ah, ich hab direkt beide. So, wenn ich nachts loslaufe, ist natürlich eigentlich am besten, ne? Kann man bestimmt hier eine Fackel herstellen. Da. Kommen wir hoch wieder. Tauwerk. Willst du mich veräppeln? Eins. So, mal ein bisschen was Wasser schlürfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal da oben in Richtung Lagerstätte. Bevor wir das tun, erstmal hier die Oase abfackeln. Indem wir hier ein Feuerchen hinmachen. Nahrung, Holz. Können wir doch bestimmt teilen. Ja. Ah. Wie lange hält das? Ich lasse es mal hier. Jetzt haben wir natürlich alles voll, ne? Das ist natürlich... Stock ist natürlich... Den können wir, glaube ich, auch hier reintun, oder? Ja, was so dumm. Perfekt. Gut. Dann speichern. Und let's go. Uns hält keiner auf. Juka. Warte, ich hab. Was habe ich denn dabei? Ich habe eine Dattel. Die kann ich ja schon mal fressen. Wie viel Hunger haben wir denn? Ja, ungefähr Hälfte. Das sollte hinhauen. Und wir haben zwei. Ein Frosch. Quack, 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 quack. Alter, der ist voll riesig. Wir haben Fleisch gesammelt vom Frosch. Junge. Ih. Scheiße. Muss ich da hoch? Ich glaube, ich muss Richtung Sonne. War das da hinter der Düne? Oder da hinten? Kacke. Kacke. Bin falsch gelaufen. Da läuft was. Bist du ein Zombie? Ich habe eine Waffe. Was bist du? Eine Kuh? Muh. Nee, das sind Kojoten. Oh Gott. Tachchen. Wir ignorieren... Alter, hier sind zwei Monde. Wir ignorieren uns mal gekonnt, ne? I was here. Aha, me too. Schön. Gut, dass wir das geklärt haben, Kollege. Hättest du nicht auch mehr schreiben können? Okay. Vielleicht ist das der Weg hier raus. Vielleicht ist da hinten Zivilisation. Es würde mich retten. Wobei ich innerhalb von 2 Stunden etliche Skills gelernt habe. Und weiß, wie ich mich zu verteidigen habe. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen was verloren. Was soll hier sein? Ein Haufen von nichts. Wir können, glaube ich, einen Marker herstellen. Brauchen 3 Stöcke und ein Torwerk, willst du mich verarschen? Dafür brauchen wir einen Stiel. Ich geh kaputt. Was haben wir denn dabei? Ein Baumstamm. Aber kein Stock. Aus einem Baumstamm kann man einen Stock machen. Und aus einem Wedel... ...kann man Stöcke machen. Oder so. So, das sollte doch jetzt reichen, um... Moment. Stock und Tauwerk. Ich brauche ein Tauwerk.
Zack. So, und jetzt können wir einen tollen Marker setzen. Da leuchtet was. Warte, Kacke. Da hinten war ich das letzte Mal, ne? So, in welche Richtung soll denn der Marker zeigen? Die? Da unten ist Oase, ne? Marker. So. Der Markt in die Richtung. Ich glaube, wir müssen zu... Komm, wir gehen mal weiter. Wir haben noch eh nichts zu verlieren. Das ist ein Kamel. Jo. Warte, Kamel. Lauf nicht weg. Ich hab Essen. Ich hab Trinken. Ich hab Liebe. Ich hab... Du bist mein einziger Freund, worüber wir hier sind. Kurz was schlürfen. Kamel, geh nicht weg. Bleib hier. Du kannst einen Dromedar zählen, indem du es fütterst. Du musst es zweimal füttern und ein bisschen warten, bevor du ein zweites Mal fütterst. Zur Futterausgabe R drücken. Du hast kein Futter. Ich hab da eine fette Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Kokoswasser. Hier. Bleib. Kollege, bleib da stehen. Nein, es läuft weg. Oh mein Gott. Toll. Vielleicht ist hier unten ja was. Neun Grad. Die Fackel ist doch mega warm. Ob das Andromeda jetzt wegläuft. Vielleicht ist hier was drin. Hallo? Teilbahn. Vielleicht kann ich hier was... Ah. Uralte Strukturen. Ein Brennofen. Ofen, Mörser, stehende Fackel. Geil. Lehmziegel. Hier könnte man sich auch eine Base aufbauen, wenn ich das so sehe. Ist zwar sehr weit weg von Wasser. Oh Gott. Hallo? Ein Artefakt. Habe ich jetzt irgendwas ausgelöst? Kurz gucken. Das ist meine Fackel. Ah ne, ich dachte schon, die wäre ausgegangen. Wo ist denn jetzt mein Artefakt? Uralte Schriftrolle. Sandboard. Okay. Hier sind Ketten. Eine Kiste. Eine zweite Axt. Hilft mir jetzt nicht gerade sehr viel. Können wir Sachen abbauen vielleicht? Ich meine, das Ding ist ja dafür da, um irgendwas abzubauen. Aber scheinbar nicht. Du bist scheinbar irgendwas Altes. Können wir dich reparieren? Einen Ofen oder so. Vier Grad. Das ist nicht gerade warm. Scheiße. Was können wir machen? Nichts. Steht hier was? Hier steht was geschrieben. Ich kann es leider nicht entziffern. Und was brachte mir jetzt dieses Artefakt? Help me! Gib mir ein Zeichen! Gegengift, Verband, stehende Fackel. Wir können auf jeden Fall jetzt neue Sachen herstellen. Ein Ofen zum Beispiel. Sandboard zum Gleiten. Ah, das ist ja geil. Ah. Okay, ich würde sagen, ich leg mich erstmal schlafen und
Sehe zu, dass ich hier vielleicht überlebe die Nacht. Wenn ich noch keine Ressourcen dafür habe und ich langsam erfriere. Ich muss ein Ende finden. Oh Mann, ich glaube, ich werde hier alleine sterben.